Ich darf Ihnen nun den bereits genannten Professor Eckhard Stegemann vorstellen. Eckhard Stegemann ist ja unser Lehrer hier gewesen von einer ganzen Generation von Pfarrerinnen und Pfarrern und nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrern, denen er in sehr deutlicher Sprache es hat unter die Haut gehen lassen, dass wir in unserer kirchlichen Sprache, in unseren Metaphern, die wir wählen, auch in unseren gut gemeinten Worten, permanent in Gefahr sind, jüdische Menschen herabzumindern. Und viele von uns hat das nicht mehr losgelassen. Und heute sind Pfarrerinnen und Pfarrer in der ganzen Schweiz auf den Kanzeln, die durch die Lehren bei Eckhard Stegemann gegangen sind. Eckhard Stegemann war uns Studierenden gegenüber sehr wohlwollend. Wir sind natürlich überall in diese vielen Fallen getreten, die es da gibt, wenn man Neues Testament auslegt und Predigten darüber schreibt. Und du, Eckhard, hast es verstanden, uns mit Bestimmtheit, aber mit sehr viel Liebe eigentlich darauf hinzuweisen, wenn uns das geschehen ist, und somit eigentlich leben zu lassen und in uns selber den Eros zu wecken, dass es nicht mehr geschieht. Wenn es dich nicht gäbe, wären wir nicht hier heute. Vielen Dank, Eckhard, dass du heute zu uns gekommen bist und jetzt das Wort an uns richtest. Bitte schön. Die territoriale und nationale Sammlung des jüdischen Volkes in seiner historischen Heimat ist von Gershom Scholem als das, ich zitiere, plötzliche Erscheinen der Juden in der säkularen Geschichte gekennzeichnet worden. Für Scholem verbindet sich mit dieser Charakterisierung auch der Gedanke, dass der Zionismus bzw. der Staat Israel eine entscheidende Zensur in der jüdischen Geschichte markiert und zwar mit zugleich revolutionären Folgen für sie. Gewiss, es gab eine jüdische Geschichte vor dem Zionismus und dem Staat Israel, eine reiche und vielfältige jüdische Sozial- Religions- und Kulturgeschichte, die auch auf die nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaften zurückwirkte, wie sie umgekehrt von ihr beeinflusst wurde. Allein vor der Modernisierung der europäischen Gesellschaften im Zuge der Aufklärung und der französischen und amerikanische Revolution lebten Juden als distinkte religiöse, kulturelle und soziale Minderheiten am Rande der jeweiligen christlichen Mehrheitsgesellschaften, im besten Fall toleriert, oft genug drangsaliert, diskriminiert und verfolgt, also den Handlungen anderer unterworfen. Erst vermittelt durch die Emanzipationserfolge, zumal in West- und Zentraleuropa, wurden Juden vor die Frage gestellt, wie sie sich zu ihrer Minderheitsidentität verhalten sollen. Anders als die religiöse Reform,
auch anders als die religiöse Reform, anders aber auch als die Orthodoxie und strikt anti-assimilatorisch reagierte Herze und der Mainstream des Zionismus durch Transformation bzw. Neuinterpretation der Identität der Juden als Volk. In der weithin auch gegen religiöse Reform und Orthodoxie gerichteten Rückkehr zum Zion suchte und erreichte der Zionismus die Verwirklichung der Bürgerrechte zusammen mit der Realisierung des nationalen Selbstbestimmungsrechts. Dies aber bedeutete zugleich eine Rückkehr eben in die Arena der Geschichte gegenüber bzw. Seite an Seite mit anderen Nationen. Dieser Prozess ist zuallererst als ein Vorgang innerjüdischer Erneuerung in Auseinandersetzung mit der Moderne zu werden. Aber er geschah im Rahmen der Geschichte der europäischen Nationalstaaten und war zugleich gegen nationalistische und antisemitische Entwicklungen, deren Opfer die Juden waren. Wie die Teilhabe an gleichen Bürgerrechten, selbst wenn sie verliehen worden waren, immer wieder gehässig in Frage gestellt wurden, so gab es in Europa für Juden keine Chance, das Recht auf nationale Selbstbestimmung zu verwirklichen, trotz aller Versprechungen der Moderne. Zumindest ein Teil dieser negativen Rahmenbedingungen, auf die der Zionismus reagierte, hat seine Wurzeln in der christlichen Grundierung der Zivilisationen der europäischen Mehrheitsgesellschaft. Gewiss, man muss zwischen den modernen Antisemiten, der politisch gegen die Emanzipation der Juden gerichtet war, ideologisch die Menschenwürde der Juden prinzipiell in Frage stellte und schließlich im rassistischen und eliminatorischen Antisemitismus sich entlud und der traditionellen christlichen Judenfeindschaft unterscheiden. Aber man kann sie nicht einfach voneinander trennen. Denn einerseits setzt der Antisemitismus die Tradition christlicher Herabsetzung der Juden durch Verschiebung ins Säkulare fort. Oder anders ausgedrückt, er knüpft an die traditionelle christliche Stigmatisierung der Juden in Europa an. Andererseits konnte sich der Antisemitismus im Schatten der christlichen Judenfeindschaft, deren Stereotypen weiterhin virulent und gesellschaftsfähig waren, etablieren und auf deren Unterstützung zählen. Die antijüdischen Stereotypen, die die christliche Judenfeindschaft ausgebildet hat, und die, die der Antisemitismus hervorbrachte, sind nur teilweise kongruent und sie wandelten sich im Laufe der Zeit.
Einige jedoch waren und sind sich anti, einig jedoch waren und sind sich Antisemitismus und christlicher Antijudaismus in der Wahrnehmung der Juden als vermeintliche Störenfriede, Störenfriede. Für den Antisemitismus störten Juden vor allem die nationale bzw. nationalistische und ethnische bzw. rassistische Homogenisierung der europäischen Staatsnationen. Die christliche Judenfeindschaft sah hingegen traditionell in den Juden die Störenfriede des messianischen Traums von einer in der Christianisierung der Welt vereinten und erlösten Menschheit. Dass die Juden das Christentum nicht angenommen haben, sondern bereit waren, sogar bis zum Martyrium an ihrer eigenen religiösen und nationalen Identität festzuhalten, und dass sie sich gar noch in ihrem Judesein wohlfühlten, war eine empfindliche Kränkung christlicher Ansprüche. Das wahre Israel und die wahre Religion zu sein, wie sie meinten. Und im Unbewussten dürfte auch ein christlicher Selbsthass motivierend gewesen sein, der sich in der messianischen Schwäche des christlichen Glaubens darstellte. Die weitergehende Existenz des jüdischen Volkes erinnerte nämlich an die Uneingelöstheit christlicher Erlösungsankündigungen und die offensichtlich geschichtlich nicht zu überwindende Partikularität des Christentums. Deshalb machte man Juden den Vorwurf, durch ihre Weigerung Schuld am Ausbleiben des messianischen Reiches zu sein, und zugleich erwartete man von der Bekehrung der Juden die Erfüllung dieser Verheißung. So schwankte das christliche Verhalten gegenüber den Juden prinzipiell immer zwischen den Ambivalenzen von Ablehnung und Bekehrung. Mittelalterlich gesprochen zwischen Taufe und Tod. Versuchte man die Kränkung des christlichen Universalitäts- und Absolutheitsanspruchs durch Christianisierung der Juden aufzuheben oder aber durch Herabsetzung, Entrechtung, Vertreibung und schließlich auch durch physische Eliminierung zu lindern. Gewiss, dieses Panorama stellt typologisch die Extrempositionen dar. In der Wirklichkeit kamen sie in verschiedenen Variationen vor, wobei massive Gewaltmaßnahmen gegen Juden vor den Kreuzzügen selten waren, dann jedoch die jüdische Geschichte begleiteten. Doch noch einmal, christliche Identitätsbildung ist seit ihren Anfängen durch dieses ambivalente Grundmuster gegenüber dem Judentum geprägt, und zwar nicht zufällig. Denn entstanden als deviante messianische Bewegung im Land Israel
am Ende der Epoche des zweiten Tempels ist das Christentum je länger, je mehr zu einer eigenständigen Größe geworden, die sich einerseits aus den Völkern rekrutierte, andererseits aber auf die heiligen Schriften der Juden berief, und zwar in Ablehnung und Vereinnahmung jüdischen Selbstverständnisses. Es ist interessant, wie nun durch das Auftreten von Theodor Herzl Bewegung in diese verhärtete Position des Christentums gekommen ist. Theodor Herzl fand christliche Freunde, christliche Unterstützer, vor allem in Württemberg, aber auch in Basel. Und diese Unterstützer hatten Motive. Sie hatten sozusagen das Motiv bei nicht wenigen, das darin bestand, dass wenn der Staat Israel, dieser winzige Ort in der Welt, wieder erblühen könnte, dass dann, und zwar viele von denen auch ohne Freude, dass die Juden vorher bekehrt würden, dass die Bildung dieses Staates das Ende der Welt näher bringen würde. Die Juden also nicht mehr als solche, die ihren Messias verworfen haben, den christlichen Messias, sondern die Juden als die neuen und eigenständigen Betreiber sozusagen der Veränderung der Welt zum Guten. Ich könnte das jetzt weiter ausführen, mein Freund Alex Garell, der Professor in Haifa war, hat wunderschöne Bücher geschrieben über diese christlichen Gruppen, zumal um Herzen herum, aus Württemberg und Basel. In Basel gab es dann den bedeutendsten Orientmaler überhaupt. Aber ich will jetzt Ihre Zeit nicht weiter stehlen. Ich bedanke mich für